Wir sind ja jetzt schon langjähriger Partner des Pharma, haben jetzt zum zweiten Mal diese Trendstudie durchgeführt. Das ist ganz interessant. Wir haben uns diesmal auf das Thema Festivalisierung, Digitalisierung und auch auf das Thema Hospitality fokussiert und haben sehr, sehr wichtige Erkenntnisse erzielt. Beispielsweise, dass viele Pharma-Mitglieder, das waren ja der Adressatenkreis unserer Studie, das Thema Festivalisierung gar nicht mehr so hoch einschätzen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Viele sehen hier einen Hype überschritten und glauben einfach, dass hier zwar Incentivierung eine große Rolle spielt, aber dieser große Trend, dass man unbedingt als Messeveranstalter Eventisierungskonzepte anbieten muss, dass dieser Trend schon vorüber ist. Zweiter wichtiger Punkt ist das Thema Digitalisierung. Hier spielt ja auch das Thema Contentgewinnung eine ganz große Rolle. Und viele Messeveranstalter, das war für uns als Medienunternehmen auch eine sehr überraschende Erkenntnis, sehen sich selbst als Generator von Content, um eben so sich findbar zu machen und eben auch eine Relevanz zu erzeugen bei Besuchern und bei Ausstellern. Und der letzte Punkt ist das Thema Hospitality, das heißt, viele Messeveranstalter gehen dazu über, Räume zu schaffen, damit sich Besucher und auch Aussteller zurückziehen können, dass sich wohlfühlen. Das heißt, die Themen, die im Hotelgeschäft oder auch im Tourismus schon länger eine Rolle spielen, finden jetzt auch in der Messe Eingang, sodass hier auch die Anbieter von Messeräumlichkeiten sozusagen Umbauten vornehmen müssen. Das wird nämlich gerade von vielen Messeveranstaltern auch gefordert. Insofern doch viele neue Trends, aber auf der anderen Seite auch viele neue Erkenntnisse. Und wir sind froh, dass wir das hier mit den Pharma-Mitgliedern diskutieren konnten.